Greta wird bei Sturm der Liebe von ihrem Ex Mario erpresst. Der Restauranttester will dem Fürstenhof seinen Stern nur dann geben, wenn sie mit ihm auf ein Date geht. Greta will sich nicht darauf einlassen und ihn stattdessen überführen. Sie plant, ihn zu einem Geständnis zu bringen und das heimlich aufzunehmen. Doch als sie ihrem Ex dann gegenübersteht, platzt Noah in die Situation und geht auf Mario los. Zur gleichen Zeit müssen Lale und Theo einen Erste-Hilfe-Kurs absolvieren. Obwohl sie noch immer sauer auf Theo ist, kommen sich die beiden dabei näher. Dadurch bekommt der Neuzugang das Gefühl, dass aus ihnen doch etwas werden könnte und besucht sie zu Hause. Lale hält die Situation nicht aus und wäscht Theo unsanft den Kopf. Mit welcher Aussage sie ihn besonders trifft, erfahrt ihr in einer neuen Folge von Sturm der Liebe am Mittwoch um 15:10 Uhr in der ARD.